Die schlimmste königliche Ehe aller Zeiten. Sarah Ferguson war einst die Lieblingsschwiegertochter der Königin. Sie war mit dem Lieblingssohn der Königin, Prinz Andrew, verheiratet. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt liebte die Welt sie fast mehr als Diana. Aber auch wenn Sarah und Andrew es zu verbergen versuchten, hatten sie eine der schlimmsten Beziehungen in der Geschichte der Royals. Von der Aussage Andrews, Fergie sei eine fette Kuh vor den Gästen, bis hin zu schweren Ehebruchskandalen auf beiden Seiten, bis hin zu Sarah, die Andrew um eine halbe Million Dollar betrog. Trotz all des Schreckens und Schmerzens, den sie sich gegenseitig zugefügt haben, scheinen sich Sarah und Andrew immer noch tief zu lieben. Aber lieben sie sich wirklich? Oder ist das alles nur Fassade? Eine Theorie ist, dass Fergie Andrew treu bleibt, egal was passiert, weil sie ihn wegen seines Geldes benutzt. Schließlich hat Sarah im Vergleich zu der Zeit, als Diana sich von Charles scheiden ließ, sehr wenig Geld bekommen. Diana bekam satte 17 Millionen Pfund vom Palast. Aber eine Theorie über Andrew ist, dass er Fergie möglicherweise benutzt, um ein Bild von sich als perfekten Familienvater zu schaffen. Denn seien wir mal ehrlich, seine enge Freundschaft mit Jeffrey Epstein hat nicht nur Andrews eigenes Image und seinen Ruf ruiniert, sondern auch die königliche Familie mit einem unauslöschlichen Makel behaftet. Es war eigentlich Diana, die Fergie und Andrew zusammenbrachte. Aber wusstest du auch, dass es offenbar auch Diana war, die absichtlich den letzten Nagel in ihren Sarg geschlagen hatte? Fergies und Andrews katastrophale Eheprobleme begannen gleich nach der Hochzeit des Paares. Andrew war bei der Marine und fast stets auf dem Meer. Sarah fühlte sich von ihrem Mann verlassen und zu allem Übel brachte es schmerzhafte Erinnerungen aus ihrer Kindheit zurück. Als sie noch ein kleines Mädchen war, war ihre eigene Mutter mit einem anderen Mann weggelaufen. Sie fühlte sich als Mädchen von ihrer eigenen Mutter verlassen. Und dann das Gefühl, dass ihr Ehemann sie im Stich gelassen hat, ließ Sarah glauben, dass die Schuld bei ihr selbst liegen musste. Da ihr Ehemann die ganze Zeit auf dem Meer unterwegs war, richtete Fergie ihre Aufmerksamkeit auf andere Männer, auf reiche Männer. Sie war mit ihrem zweiten Kind schwanger, als sie den wahnsinnig reichen texanischen Playboy Steve Wyatt kennenlernte. In der Öffentlichkeit spielte Sarah die Rolle der liebenden Ehefrau und Mutter. Aber Andrew wusste nicht, dass sie in Wyatt verliebt war. Und die Tatsache, dass Wyatt wohlhabend war, war noch anziehender. Aber der reiche Playboy brach Fergies Herz und verließ sie. Aber man sollte nicht denken, dass Sarah allein der Bösewicht hier war. Prinz Andrew war auch kein süßer Engel. Er ist offenbar ein berüchtigter, unhöflicher Mann im Privatleben und ist dafür bekannt, sein Personal auf schockierende, entsetzliche Weise zu behandeln. Wie er Sarah hinter den Türen des Palastes behandelte, nun, nur sie wissen das. Aber was wir wissen, ist dies. Diana und Sarah verbargen beide ein tiefes Geheimnis vor der königlichen Familie. Sie verschworen sich gemeinsam, um ihren Männern zu entkommen. Sicherlich hätte Sarah nicht versucht, Andrew zu entkommen, wenn er liebevoll, nett und treu gewesen wäre, oder? Nach Ansicht königlicher Experten war Sarahs Ausweg, einen wohlhabenden Mann zu finden, der sie unterstützen könnte. Und da Prinz Andrew nicht der Klügste war, wandte sich Fergie bald an einen anderen reichen Geschäftsmann.
Was Fergie nicht wusste, war, dass ihr neuer heimlicher Liebhaber mehr ein Betrüger als ein wohlhabender Geschäftsmann war. Noch schlimmer als die Tatsache, dass er kein Geld hatte, war, dass Fotos ihrer Affäre an die Zeitung gelangten. Dies fand seinen Weg zum Frühstückstisch der Königin. Königin Elizabeth war wütend und warf Sarah raus. Obwohl Fergie und Andrew noch verheiratet waren, wollte die Königin, dass Sarah aus der königlichen Familie verschwindet. Sie verlangte, dass sie sich trennen und dass jede Nachricht über ihre Trennung ein absolutes Geheimnis für die Öffentlichkeit bleibt. Erneut gelangte die Nachricht von ihrer Scheidung an die Presse. Und dieses Mal war die Königin noch wütender. Der Palast beschuldigte Sarah, die Geschichte an die Medien weitergegeben zu haben, obwohl sie in Wirklichkeit völlig unschuldig war. Viele Kritiker des Königshauses glauben, dass es in Wirklichkeit Diana war, die es weitergegeben hat, um sich selbst die Presse vom Hals zu schaffen. Und selbst wenn Sarah ein Opfer wurde, war das für Diana in Ordnung. Nach der Veröffentlichung wurde Fergie von Queen Elizabeth vollständig verbannt. Aber selbst nach all dem Skandal behaupteten einige Berichte, dass Sarah und Andrew wieder zusammengezogen sind. Es sieht also so aus, als wären sie wirklich immer noch verliebt. Aber eine königliche Biografin glaubt, dass es eine massive Fassade für Fergie und Andrew war, um sich zu schützen. Unter Bezugnahme auf Fergies Geldprobleme erklärte die königliche Biografin Tina Brown: Was auch immer die Hintergründe ihrer seltsamen Vereinbarung sind, die Abmachung scheint zu sein, dass er ihr hilft, wenn sie in Schwierigkeiten ist. Und in Bezug darauf, wie Andrew von ihrer Beziehung profitiert, schrieb die Biografin: Und sie stärkt ihm den Rücken, wenn er von Skandalen verfolgt wird. Er ist die Symbiose des reinen Überlebens. Und dafür gibt es Beweise. Nach ihrer Trennung und aus Geldnot versuchte Sarah einmal, Andrew für $500,000 zu verkaufen. Sie ahnte nicht, dass das alles ein abgekartetes Spiel war. Sarah hat anscheinend behauptet, dass Andrew in den Deal involviert war, um heikle königliche Familiengeheimnisse zu lüften. Aber Andrew hat natürlich alles abgestritten. Nachdem dieser massive Skandal aufgedeckt wurde, rate mal, wer Sarah zu Hilfe eilte, als sie bankrott ging. Yep, es war Prinz Andrew. Und trotz der Anschuldigung gegen Andrew, dass er rechtswidrige Beziehungen mit einem jungen Mädchen hatte, war Fergie die einzige Person, die auf seiner Seite blieb. Aber wenn sie doch so verliebt sind, bis heute, warum sollte Andrew Fergie eine fette Kuh nennen? Trotzdem nennt Sarah ihre Trennung die glücklichste Scheidung aller Zeiten und sagt, sie würde es alles noch einmal machen, wenn sie könnte. Und als Sarah gefragt wird, ob sie jemals wieder heiraten werden, nun, sie gibt nicht ein definitives Nein, also ist es wahrscheinlich nicht unmöglich. Sowohl Sarah als auch Andrew haben in ihrer Ehe Fehler gemacht. Aber zumindest in der Öffentlichkeit scheinen sie einander wirklich zu mögen und sich noch immer stark zu lieben. Ist das also alles nur eine praktische Fassade, um sich zu schützen? Oder lieben sie sich wirklich noch? Lass uns wissen, was du denkst. Und bleib dran für weitere königliche Neuigkeiten.